Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ihr wisst ja, ich löte ganz gerne und ich zeige euch mal meine jetzige Ausrüstung. So, also da haben wir diesen hier, den habe ich wirklich schon sehr lange. Der hat eben die 25 Watt, das steht hier, und ist auch etwas unangenehm zu bedienen, weil das hat hier zwar so einen Knickschutz und das Kabel, das ist so steif. Also wenn ich hier quasi mal irgendwie so um die Ecke oder so arbeiten muss, ich muss immer das Kabel da irgendwie so um die Ecke dann noch biegen. Mit dem ist das Kabel zwar etwas weicher, aber dafür ist das Gerät ziemlich schwer. Also ihr seht schon, wie groß diese Spitze da vorne ist. Und das ist irgendwie auch in der Hand relativ unhandlich zu halten. Ich meine, es kommt halt darauf an, ja, wenn ich vielleicht zwei, dreimal im Monat oder im Jahr vielleicht was löte, dann reicht das natürlich. Nur ich löte teilweise nächtelang und da möchte ich halt schon gern was Gescheites haben. Ja, dann habe ich hier eben diese Station bis jetzt gehabt und mit dem nassen Schwamm dabei. Hat auch ganz gut funktioniert, nur teilweise war das, wenn das da drinnen war, zu weit, hat das dann schon teilweise zu weit unten rausgeschaut und dann irgendwie teilweise andere Dinge berührt, was auch nicht so gut war. Oder wenn es so fest da drinnen war, hat sich irgendwie die Hitze in diesem Röhrchen hier gestaut und es wurde dann oben auch sehr heiß. Also war alles nicht so optimal. Ja, und demnach ich meine jetzige Ausrüstung schon ziemlich lang habe, also den roten Lötkolben habe ich geschenkt bekommen, da war ich vielleicht noch in der, also war ich auf jeden Fall noch in der Schule, weil da habe ich eigentlich schon gerne so kleine Bausätze und so gelötet und so weiter. Und da habe ich das mal geschenkt bekommen von einem Verwandten. Und auch den anderen habe ich jetzt schon eine Weile, weil ich eben, also dann als ich begonnen habe, die Akkukabel zu löten, brauchte ich eben was Größeres. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, so mit zwei Dingen hin und her ist es schon ein bisschen umständlich. Und sie sind ja auch schon alt, das also ist die Technologie wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie sie sein könnte und so weiter. Manchmal werden die Dinge auch zu heiß, wenn man sie angesteckt lässt, zu lange und nicht verwendet. Und ja, darum habe ich mir was Neues angeschafft. Zwar, ich war heute beim Konrad und habe mir das Teil hier gekauft. Toolcraft ist die Firma. Und es ist eine analoge Lötstation, ST80A mit 80 Watt. Also ich habe zuerst überlegt, die 50 Watt zu nehmen. Nur mein stärkerer Lötkolben hat ja eben 60 Watt. Da habe ich mir gedacht, naja, schwächer soll es wahrscheinlich nicht werden. Nehme ich lieber die. Und zwar, es geht hier nicht einfach nur um Watt quasi, weil es halt mehr Power hat oder so, sondern man merkt es wirklich, wenn es zu wenig Watt hat. Und ich komme mit dem Lötkolben und dem Lötzinn auf ein dickes Kabel hin. Da bleibt der Lötkolben mit dem Lötzinn am Kabel hängen, also ich krieg's auch nicht mehr weg, weil es einfach auskühlt und das Kupfer vom Kabel die Wärme so schnell ableitet, dass der Lötkolben da keine Chance hat. Dieses Teil ist auch temperaturgeregelt, also das wird auch nicht zu heiß quasi. Ja, Keramikheizelement, präzise Arbeitstemperatureinstellung. Und ja, wir schauen uns das gleich mal noch aus der Nähe an. Gekostet hat es, ich glaube, sowas wie um die 70 Euro. Also natürlich nicht günstig. Es gibt auch welche um 20 Euro. Also zuerst hätte ich mir überlegt, nein, ich nehme so ein Teil um 20 Euro. Nur es ist dann irgendwie klar geworden, dass es sich von den Watt einfach nicht ausgeht. Also da kann ich kein dickeres Akkukabel damit löten. Ja, darum hier das neue Baby sozusagen. Es ist nämlich wirklich klein, weil wenn man das jetzt im Vergleich zu dem vorigen anschaut, die Spitze ist wieder so eine eher flache sozusagen. Habe ich mir eine andere dazu gekauft und das ist auch schön weich da hinten, also man kann gut irgendwie so seitlich vielleicht arbeiten. Hier, das ist so extra. Da kann man das hier reingeben oder irgendwie so gerade von oben reinstecken. Hier, ich weiß noch nicht, wofür das ist. Da kann man vielleicht irgendwas ablegen. Das wird dann eben nass und da kann man hier das Ding hier abwischen. Hier stellt man also die Temperatur ein. Hier schaltet man es ein und aus. Hier oben kann man scheinbar auch noch irgendwas ablegen oder ist es vielleicht nur zur Kühlung. Nur zur Kühlung so geformt. Jedenfalls, wenn man das Ding einschaltet, man glaubt es gar nicht, wie schnell das heiß wird. Also hier ist die Kontrolle, ob die Temperatur schon erreicht ist. Also es ist jetzt kalt. Ich meine, ja, es ist. Heiß ist es nicht, also ich kann es ohne weiteres so anfassen. Wenn ich das jetzt hier einschalte, leuchtet es eigentlich zuerst schnell und jetzt leuchtet es langsam. Wesentlich langsamer als vorher. Also jetzt hat es eigentlich schon die Temperatur erreicht. Ich mag es jetzt nicht wieder angreifen, aber man spürt schon, dass es auf jeden Fall wärmer ist als vorher. Also es ist schon eine
quasi Zeitersparnis, ohne zu warten zu müssen, bis es aufgeheizt ist. Natürlich, das Ding ist größer und schwerer als das hatte ich halt früher nicht quasi. Aber wie auch immer, also es geht jetzt zum Beispiel um diese Kabel. Ich habe das irgendwie seinerzeit so lang geplant, aber das ist viel zu lang, also das muss ich jetzt kürzen. Und ja, werde das halt wie gesagt kürzen, werde gleich mal da schauen, ob das gut geht mit dem Gerät. Man könnte also hier die Temperatur verringern oder erhöhen. Vielleicht jetzt, wo ich diese dicken Kabel habe, werde ich die Tür vielleicht, die Temperatur vielleicht sogar etwas höher drehen. Hier geht es wobei, geht es weniger darum, desto dicker, also je dicker das Kabel ist, desto heißer, sondern es hat eher die Temperatur was mit dem Lötzinn zu tun. Also quasi, es gibt hier, also ich weiß nicht sogar, ob vielleicht ob das draufsteht. Temperatur sehe ich jetzt hier nicht. Allerdings stehen halt hier die Zusammensetzungen und so weiter drauf und je nachdem, was man hier nimmt, nimmt man also eine andere Temperatur. Die 450 Grad, was hier noch draufstehen, werde ich wahrscheinlich nicht verwenden. Gut, wie auch immer, das wollte ich euch kurz herzeigen. Es ist wirklich eine so einmal eine ganz nette Sache hier für meinen Basteltisch sozusagen. Bin mal gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit rentieren wird. Und es ist auch wirklich schön, man kann es leicht ausschalten, ohne da irgendwie an dem dicken Kabel und an der Steckdose herumzutun. Ja, wie schnell das auskühlt, ist mir dann eigentlich auch egal. Aber wie gesagt, es ist halt viel einfacher zu handhaben. Ich habe schöne Temperaturüberwachung dabei. Und ja, werde mich jetzt gleich hier mal ans Löten machen. So, also nach einer kurzen Akkukabel-Lötung kann ich nur sagen, die 80 Watt sind relativ knapp bemessen. Also ich habe den Regler dann doch auf 300 oder knapp über 300 gedreht. Und es war dann ein bisschen besser, wobei das so ein bisschen wie so, wie soll ich sagen, Schweißen ist. Also da, wo die Lötspitze das Lötzinn oder die Lötstelle berührt, ist es warm rundherum. Aber wenn ich es mal 2 mm bewege, ist es, kühlt es dahinter gleich wieder aus. Also es schafft irgendwie nicht, die Temperatur großflächig hochzuhalten. Vielleicht kann man es noch einmal 10 Grad ein bisschen mehr drehen, werden wir dann schauen. Sonst bin ich soweit ganz zufrieden damit. Und ja, also das Geld, würde ich sagen, ist es mal wert. Das ist dieser Ständer dabei, wo man es wieder reinstecken kann und so weiter. Passt eigentlich. Ja, wie gesagt, also bin soweit ganz zufrieden. Und das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Ja, bis bald!